können wir das mit dem da kritzel ich. Ich können wir das mit Ladung dem Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Creepy Lache. Dafür ist mir mein letztes ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Sollen wir nochmal hier zu den Erdbeeren gehen? Aber die haben wir auch schon gegessen. Das bringt uns auch nicht weiter. Muss man mal nachdenken. Wir bräuchten die Eichhörnchen vielleicht. Vielleicht geben die uns ja Eicheln, weil das sind ja Eichhörnchen. Aber die sind leider weggelaufen. Leider sind die weggelaufen. Hier oben! Da oben sind welche. Ja, mit einem Stock kommen wir da dran. 100 pro. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Oh, yes, Leute. Da habe ich aber gut was runtergeknüppelt. Ja, hast du gut gemacht. So, jetzt gehen wir da zurück. Jetzt dürfen wir nämlich alles haben. So, jetzt haben wir nämlich hier als erstes Baumrinde. Darauf. Rinde hilft da nicht viel. Ja, wir wollen es jetzt kombinieren. Rinde hilft. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Na, wie war's nochmal? Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut in strikter Reihe. Okay, Baumhaut. Rinde hilft. Okay. Ja, wie kombinieren wir das jetzt? Rinde hilft da. Und das, dann das. Überhalte. Mit der Nachricht gehe ich lieber vor. Okay, lesen wir uns nochmal die Nachricht durch. Da ist ein seltsames Zeichen. Wie er eine Karotten. Er schrieb mit Weiß das Zeichen okay, auf den wir. Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute ja, okay, schwarz dann und darauf aus dem der Kreis. Das heißt, wir müssen da jetzt das drauf machen. Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Da müssen wir nochmal Weiß drauf machen. Das habe ich schon gemacht. Ja, aber du sollst es da irgendwas. Da dich besser nicht rum. Ganz ehrlich, Junge, du regst auf. Mach trotzdem einfach irgendwas. Sprengung unmöglich. Ich will sie auch nicht sprengen. Ich möchte irgendwie was. Wir brauchen irgendwas Schwarzes. Oh, Leute. Erstmal die Schokolade hier weglegen. Oh. Ja, vielleicht können wir Schokolade da drauf und wir müssen irgendwas Schwarzes. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von. Okay, lesen wir uns den Brief nochmal durch. Da ist ein Selbst. Wie? Er schrieb mit Weiß das Zeichen ja, auf den wir. Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Ja, ist es. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute ja, nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Ja. Dann am Grunde vom Gefäß darauf ah, aus der. Okay. Vielleicht brauchen wir jetzt hier. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Wir müssen jetzt das da hier reinmachen. Ich hab. Dann müssen wir das da reinmachen. Da kritzel ich besser nicht rum. Nee, das ist auch. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht. Oh, die Reihenfolge muss aber stimmen. Früher habe ich mir jetzt. Also wir haben Weiß mit der. Oder müssen wir es erst. Wir können den Knaller da nicht drauf machen. Das ist das Problem. Ladung defekt. Ladung defekt. Ladung defekt. Ladung defekt. Okay. Dann. Ein Stopp bringt hier nichts. Dann, was können wir kommen?
Was sollen wir sonst machen? Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge... Ja, weiß und dann schwarz, aber das willst du ja nicht da reinmachen, ganz ehrlich. Da kritzel ich besser nicht rum. Okay. Da kritzel ich besser... Das habe ich schon gemacht. Wir müssen das Ding jetzt irgendwie Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Oh, yes, guter Zufall. Ich könnte den Kalkstein unter dem... Aber wo soll ich... Ja, du sollst es hier machen. Oder mach's hier. Krümelige Kreidesteine. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich jetzt zuschlagen. So, jetzt nimmst du hier den Stein. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Da mach ich da drauf. Ich leg den schweren Stein zurück. Nein! Das geht echt in die Arme. Boah, jetzt nimm doch hier den... Was soll einstecken? Ich leg den... Was heult der jetzt hier so blöd rum, ganz ehrlich. Gut, dann nehmen wir jetzt das und machen es da drauf. Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Ja. Aber wo soll ich das machen? Hier. Krümel. Leider mief der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Oh, ganz ehrlich, du bist echt der... Wow, es regnet, Leute. Ich muss mir hier kurz das Fenster zumachen, sonst regnet es hier rein. Oh, immer dieses scheiß Wetter, ganz ehrlich, richtig nervig. Ich sag viel zu oft, ganz ehrlich. Okay. Jetzt heben wir den schweren Hundenstein an und schmeißen ihn da drauf. Was soll ich mit einstecken? So, hier. Das geht echt in die Arme. Zack, super den gemacht. Stein hat super pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Yes, ziemlich geschafft. Cool. Jetzt habe ich feines weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. So, jetzt machst du das bitte hier rein. Dann machst du es halt nicht. Okay, so, lauf mal dahin. Dann nehmen wir hier das und schütten es hier drauf. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Hä? Boah, warum bringt es jetzt nichts? Schwarz und weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Hey, wie's? Lesen wir nochmal den Brief. Die Reihenfolge müsste da halt ist stimmen. Ein seltsam. Wie? Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Auch zerquetscht. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von darauf aus dem. Muss als erstes Schwarz rein, okay. Ich habe das. Hä? Natürlich muss Schwarz rein. Oder sollen wir Schwarzes da drauf machen? Ladung defekt. Oh, dann lesen wir es uns halt nochmal durch. Wie die Reihenfolge muss doch jetzt da stimmen. Ist ein Selten. Wie er schrieb mit Weiß, Schwarz, das leicht entbrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Früher habe ich mich im... Jetzt... Die Kreuzung... Ist ja hier, das ist die Waldkreuzung. Müssen wir dann da das Gefäß draufstellen, oder was? Hier drauf? Hier so drauf? Nee, das... Da nicht. Ja, Leute, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie zum Teufel kriegen wir das jetzt da... Wir müssen das jetzt irgendwie verbinden. Oh, Leute. Sollen wir jetzt hier die Dose draufstellen? Nee. Ich hab das... Passt. Ach, haben wir jetzt das sortiert, oder was? Okay. Ist drin. Okay. Und jetzt... machen wir hier... auch drin. So, und jetzt kommt hier die Baumfrucht. Hier. Und jetzt hier noch die Karotte. So. Okay, jetzt ist alles drin.
Jetzt nehmen wir das Ding. Von Dose wegwerfen stand in dem Brief, glaube ich, nichts. Egal. Jetzt wollen wir sie auf die Kreuzung stellen, oder? Dann zünden wir es an. Okay, das sollte klappen. Genau. So, jetzt zünden wir das Ganze an. Na gut, dann wollen wir mal. Oh, unmöglich! Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. So, jetzt haben wir unseren Koffer. Hm. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zarow steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Ich denk mal schon. Oh, heiliger Bimbam! Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Poster. Der große Zarow. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarow der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh oh. Aber was ist das für... Zauberstab. Ui. Da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Ja, einfach mal alles klauen, genau. Okay, würde ich auch mal nicht hier. Ja, das ist oder? Okay, können wir hier noch irgendwas machen mit dem Koffer? Nee, das heißt, wir nehmen jetzt hier mal einen Zauberstab. Boah, Leute, draußen regnet es richtig arg. Komm, lass doch was verzaubern. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hotou. Oh, aber Sie sind ein... Oryctolagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias Ha... Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfeder halt. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind. Es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? Ähm.
In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Alter Daus! Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die fünf feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, schade. Schade. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten, das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Eine lange Zeit. Natürlich. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Ihre magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die den bloßen Augen entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit Leertaste oder mittlere Maustaste. Okay. Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Jerry, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Okay, benutzen wir unsere Münze. What the fuck? Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern. Wachsen. Vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer. Die Baumläufer.
Baumläufer, ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh, das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Hey. Oh. Jemand... Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Wie wir es immer getan haben. Sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie... Und hopp! Aber das ist ja... eine... mit Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss! Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein.
dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte! Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Okay, und damit würde ich sagen, beenden wir das Angezockt. Hier an dieser Stelle ist nämlich ziemlich viel Spannung aufgebaut. Und Leute, wenn euch das Spiel gefällt, wenn ich es weiter let's playen soll, schreibt es in die Kommentare. Aber ich kann euch nicht 100% sagen, ob ich es weitermachen werde. Bis jetzt hat es mir sehr gut gefallen. Auch wenn man da jetzt halt die Rätsel, also es ist ein bisschen schwer, um halt die Sachen zu finden. Und also ist halt, naja, es dauert halt eine Weile. Ich denke, es ist auch eher so ein längeres Spiel, weil es hat ja ziemlich viele Dialoge und so. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Aber das war es jetzt erstmal mit diesem Angezeugt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt einen Kommentar, was ich verbessern kann. Ansonsten war es das dann jetzt hier mit dieser Aufnahme. Tschüss!